Der erste FC Saarbrücken gegen Offenbach noch mit einem traumhaften Vorstellung gestern in Unterhaching. Leider zeitweise nicht auf der Höhe, deswegen gab es nur selten was zu lachen. Besser werden könnte es natürlich auch für den ersten FC Saarbrücken, der gestern leider in der dritten Liga eine Niederlage kassiert hat. Marius Laux, wie war die Busfahrt? 4,5 Stunden von München nach Hause ins Saarland? Ja, es war natürlich eine sehr bedrückte Stimmung im Bus. Jeder war ziemlich in sich gekehrt und hat sich nochmal Gedanken über das Spiel gemacht. Ja, es ist immer schade, nach so einem Spiel dann so eine lange Busfahrt zu haben. Also schauen wir uns zunächst mal das Ganze an, damit wir wissen, worüber wir reden. René Kirsch hat diese Partie zusammengefasst, die Saarbrücken eigentlich fast hätte gewinnen müssen. Für unsere Studiogäste Johannes Wurz und Marius Laux blieb nur der Trost vom Trainer. Sie hatten sich den sicheren Sieg in letzter Minute entreißen lassen. Wir stehen super da, wir sind oben dran und heute hätten wir auf der zweiten Platz rutschen können. Brauchen wir nicht jetzt wieder anfangen von Krise oder irgendwas anderem. Ja. Aber so ein Spiel, das musst du einfach gewinnen. Ja. Da sind wir noch nicht abgezockt genug oder ich weiß nicht. Hier ist so eine junge Truppe. Ja, finde jetzt auch noch keine Erklärung und bin ich stinksauer. Sauer war Saarbrückens Kapitän völlig zu Recht, denn dieses Spiel durfte eigentlich nur den FCS als Sieger haben. Praktisch von Beginn an hatten sie die Hausherren fest im Griff, kamen durch Sögler nach 10 Minuten zur verdienten Führung. Sven Söglers vierter Saisontreffer ließ nicht nur die mitgereisten Fans träumen. Aufstiegsplatz 2 zum Abschluss der Vorrunde, das wäre was gewesen. Dass es anders kam, daran waren sie allerdings selbst schuld. Haching komplett harmlos und dann aus dem Nichts dieses Traumtor von Yannick Thiel. Der Hachinger Mittelfeldantreiber mehr oder weniger unbedrängt. Enver Marinas Ärger über die eigenen Vorderleute verständlich. Zunächst kam aber wieder der FCS mit unseren beiden Studiogästen. Johannes Wurz auf Marius Laux. Die erneute Führung für Saarbrücken. Marius Laux spielt eine klasse Vorrunde. Der Mittelfeldmann schon mit seinem 8. Saisontreffer. 3 davon in den letzten beiden Spielen. Mit viel Übersicht, aber auch die Vorarbeit von Johannes Wurz. Studiogast 1 auf Studiogast 2. So hätte es gern weitergehen können. Wenn man nicht konsequent weiter nach vorne spielt und einfach einen Tick mehr noch macht, ja, wir hatten es zwar gut im Griff, aber es ist so, wenn du nicht selbst dann aufs dritte Tor spielst, irgendwann fällt dann mal so ein Glückstor, sage ich mal, oder so eine Situation und das ist einfach dann zu wenig gewesen. Schon erstaunlich, wie sehr sich Saarbrücken im zweiten Durchgang auf der Führung ausruht. Die Aktion von Marius Laux, die einzige halbwegs erwähnenswerte des FCS im kompletten zweiten Durchgang. Aber auch Haching nicht wirklich überzeugend. Die Münchner Vorstädter nach 3 Pleiten in Folge verunsichert, bekommen hier einen Elfmeter und das vollkommen zu Recht. Denn beim Schuss von Sternisko geht die Hand von Forkel hier eindeutig nach oben. Kann ich nicht genau sagen. Ich habe nur gesehen, er hat 2 Meter Ball. Ich weiß nicht, ob er die Hand hochgenommen hat oder ob er so den gegen den Oberkörper oder gegen die Hand gekriegt hat. Ja, wenn er natürlich den Arm hochnimmt, dann ist er 1 Meter. Und dann ruht alle Hoffnung auf Torwart Enver Marina. Der ist zwar noch dran, kann den erneuten Ausgleich durch den eingewechselten Emanuel Kontiris aber nicht verhindern. 10 Minuten vor dem Ende steht es 2:2. Das Spiel droht Jürgen Lugingers Truppe jetzt endgültig zu entgleiten. Es gibt zwar keine Hachinger Drangphase, dafür aber noch einmal Eckball. Und das, obwohl es eigentlich hätte Abstoß geben müssen. Die Saarbrücker Deckung bekommt den Ball nicht weg. Und dann besorgt Yassin Yilmaz 2 Minuten vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer für die Hausherren. Jürgen Luginger sah es wohl kommen, verhindern konnte er es natürlich nicht. Kruse und Eggert behindern sich gegenseitig. Yilmaz, kurz zuvor eingewechselt, völlig alleingelassen.
Saarbrücken verliert 2:3 in der Münchner Vorstadt, hat die Aufstiegsränge der dritten Liga aber weiter fest im Blick. Jetzt haben wir zwei Spiele noch, die sollten wir jetzt erst viel möglich holen und dann können wir voll angreifen in der Rückrunde. Klar, ich will nicht um den 8. Platz spielen, ja. Wir wollen jetzt aber dranbleiben, aber faktisch, wenn du keine Punkte holst, ja, dann verlierst du anschließend so brutal eng. Und jetzt haben wir ein Heimspiel und ja, da müssen wir alles von heute wieder gut machen und ist noch nichts verloren. Die Köpfe werden sicher schnell wieder nach oben gehen, denn auch wenn die gestrige Niederlage vollkommen unnötig war, der FCS hat eine klasse Vorrunde gespielt. Das wissen die Verantwortlichen, genauso wie der treue Anhang. Und trotzdem tut das Ganze natürlich ein bisschen weh. Johannes Wurz, mit dem 2:1 im Rücken zur Halbzeit zu sicher gefühlt, das Team? Ja, möglicherweise. Also es ist einfach ganz bitter, die Niederlage. Ich weiß selbst nicht genau, warum. Also wir hatten einfach dann in der zweiten Halbzeit die ganz wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld verloren, haben irgendwie nicht mehr so richtig Druck gemacht. Und der Haring hat es eigentlich nicht so schlecht von hinten rausgespielt, wobei sie eigentlich auch keine klaren Torchancen rausgespielt haben. Ja, dann bekommen wir am Schluss noch so zwei dumme Gegentore, muss ich sagen, und das ist einfach ganz bitter. Marius Laux, Ihr Trainer hat vor dem Spiel schon gesagt, naja, wenn wir da einen Schritt weniger machen, wie gegen Offenbach, dann haben wir schon Probleme. War es das? Ja, hat er recht gehabt. Ja, ich denke, wir waren sehr gut im Spiel, wir hatten auch alles im Griff, alles in der eigenen Hand. Und ja, es waren eigentlich die letzten 20 Minuten, die uns dann das Genick gebrochen haben. Ja, da hat dann vielleicht dieser letzte Tick gefehlt, den wir vielleicht gegen Offenbach noch hatten. Und auch wenn die Hachinger nicht zu wirklich klaren Chancen gekommen sind, machen sie dann trotzdem noch durch zwei Standards zwei Tore. Und sowas passiert halt, wenn man dann gegen Ende eines Spiels irgendwie ein bisschen zu passiv wird, sich zu weit hinten reindrängen lässt. Ja. Das Tor hat nichts genutzt, das Sie erzielt haben. Es ist Ihr 8., aber Sie spielen trotzdem eine Mördersaison. Auch der Kollege hat es schon gesagt. Was ist auf einmal mit Marius Laux los? In Offenbach hat es nicht so richtig funktioniert und in Saarbrücken sind Sie der beste Mittelfeldspieler. Ja, es ist halt so, dass ich mich hier in Saarbrücken wirklich von Anfang an, vom ersten Tag an sehr, sehr wohl fühle. Ja, ich spüre das Vertrauen des Trainers, das Vertrauen der Mannschaft und der Fans. Und es macht einfach Spaß, hier mit den Jungs zu spielen. Und ja, dass es dann natürlich jetzt auch mit den 8 Toren so gut läuft, das ist ja nicht allein mein Verdienst, sondern das ist ja meistens nur das Ende von irgendeiner gelungenen Aktion, wo mehrere beteiligt sind. Von daher gilt das Lob natürlich der ganzen Mannschaft. Und Sie haben auch hinter sich einen, der so ein bisschen abräumt. Und können Sie deswegen auch so viel offensiv tun? Ja, sicherlich. Es ist immer gut, wenn hinter einem jemand spielt, auf den man sich da verlassen kann, der da die wichtigen Zweikämpfe gewinnt und auch dann vielleicht nach vorne hin unterstützt und mit Druck nach vorne macht. Das gehört natürlich auch dazu und ja, das freut mich natürlich auch. Lukas Kohler ist das natürlich, der da hinter Ihnen abräumt. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Johannes Wurz spielt auch eine klasse Saison. Als A-Jugendlicher in die dritte Liga, in dieses Leerschwimmbecken reingeworfen werden und dann gleich 3 Tore machen und fast alle Spiele von Anfang an. Es muss traumhaft sein für Sie. Ja, auf jeden Fall. Also fühlt sich sehr gut an momentan, aber trotzdem darf man natürlich nie zufrieden sein. Also ich muss noch sehr viel an mir arbeiten, muss noch vom Körperlichen her und muss noch sehr viel arbeiten. Und, ja, aber trotzdem bin ich schon. Ist das der große Unterschied zwischen der A-Jugend und der dritten Liga? Die Körperlichkeit? Ja, auch. Also es gibt mehrere Dinge. Also das Spiel ist einfach viel schneller. Man muss viel schneller schalten, kann sich nicht erstmal drehen, Baller nehmen, gucken, sondern man muss eigentlich schon vorher wissen, was man mit dem Ball macht. Und ja, das sind eigentlich so die größten Unterschiede zur A-Jugend. Sie sind ein Eigengewächs, das heißt, Sie sind beim FCS groß geworden. Wir haben einen jungen Mann gefunden in unserem Archiv. Ich glaube, den kennen Sie auch. Schauen Sie mal hin. (13 Jahre war er und er kann schon Interviews geben. Ja? Vor allem gute Gegner. Müssen wir wenigstens mal kämpfen. Können Sie sich an die Bilder erinnern? Ja. Wo war das? Das war mit der Saarland-Auswahl in Japan beim Turnier. Okay, da haben Sie die ersten Erfahrungen auf internationalem Niveau gemacht. Genau. War eine klasse Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Also in dem Alter schon nach Tokio zu kommen, das war super. Also so viele Eindrücke noch von der Fahrt, top. Okay. Ganz kurz nochmal nächste Woche Oberhausen. Wie muss man da spielen, Marius Laux? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, also wir müssen natürlich wieder diesen letzten Biss entwickeln, der uns gestern gefehlt hat, den wir gegen Offenbach gehabt haben. Und dann müssen wir versuchen, die 3 Punkte, die wir gestern in Unterhaching mehr oder weniger leichtfertig haben liegen lassen, dann zu Hause natürlich gegen Oberhausen zu holen. Die ersten 3 Spiele liefen schon gestern. Heute dann Osnabrück gegen den VfR Aalen 0:0. Bremen-Bielefeld 2:3. Babelsberg schlägt Wien-Wiesbaden mit 3:2. Carl Zeiss Jena gegen Regensburg 0:1. Regensburg also wieder gewonnen. Oberhausen verliert gegen Erfurt. Das ist der nächste Gegner des ersten FC Saarbrücken. Also Oberhausen, dann Chemnitz gegen Burghausen 2:1. Und natürlich Heidenheim gegen Sandhausen. Haben Sie gesehen. Kurzer Blick über die Tabelle. Ist alles eng beieinander. Sandhausen trotz der Niederlage vorn mit 36 Zählern an 34 Jahren. Regensburg, Saarbrücken in Lauerstellung. Man könnte sich grämen, wenn man sieht, was mit einem Sieg möglich gewesen wäre. Zweite Tabellenhälfte, die beginnt mit Unterhaching. Und Rot-Weiß Oberhausen, der nächste Gegner in der Abstiegszone, genauso wie Carl Zeiss Jena. Okay, dann wollen wir noch kurz drüber reden, wie das im Moment sich anbahnt in der dritten Liga. Heidenheim scheint auch nicht die überragende Mannschaft zu sein. Nee, also ich denke, wir haben jetzt alle Mannschaften gesehen und ich denke, es gibt keine wirkliche Spitzenmannschaft. Wenn wir das abrufen, was wir drauf haben und was wir auch schon gezeigt haben, dann brauchen wir uns in der Liga vor keiner Mannschaft zu verstecken. Allerdings auch nur dann. Okay, wir wünschen toi 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 für das nächste Spiel. Danke für den Besuch im Studio. Und so weit die Arena am Samstag, meine Damen und Herren. Verabschieden möchten wir uns von Ihnen mit dem Tor des Tages, des Spieltages. Das hat Marius Laux zum zwischenzeitlichen 2:1 geschossen. In Unterhaching genutzt hat es am Ende nichts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.